Willkommen zurück auf dem Royal Jerk Server. Oh, müde. Nochmal. Willkommen zurück auf dem Royal Jerk Server. Ihr seht im Hintergrund schon, ich habe einiges gemacht hier an meiner Hexenfarm und bin noch nicht mal halb fertig. Aber das dauert so ewig, den Scheiß zu bauen. Ich habe hier mal zum Testen zwei Elemente hier fertig gebaut und ihr seht, das Ganze funktioniert. Ich hatte zuerst ein paar Probleme, weil ich vergessen hatte, dass es zur 1.8 ein bisschen geändertes Design gibt, aber wie ihr seht, funktioniert jetzt alles und wenn ich mich hier raufstelle, dann falle ich runter. Zumindest bin ich es eben. Und die Hexen fallen dann auch runter. Die fallen sogar ziemlich viel schneller runter als ich. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht runterfalle. Das passt natürlich gut. Wie gesagt, eben bin ich aber durchgefallen. Und das ist auch fast das gleiche Design wie bei JL. Ich habe hier hinten nur eine Sache geändert. Hier ist jetzt nämlich kein Comparator, sondern ein Repeater. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Zur Not muss ich das noch schnell umbauen, wenn die ganze Falle fertig ist. Und das ist aber echt komisch, dass ich jetzt nicht runterfalle. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ja gut, soweit hierzu. Und ich bin auch mit dem Netherrack ziemlich weit gekommen, praktisch fertig. Das heißt, wir können in dieser Folge mit der Mauer anfangen. Bei der Mauer bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, welchen Turm ich nehme. Zuerst zeige ich euch hier einmal, wie das Ganze von oben aussieht. So, leider werden die Chunks da hinten nicht geladen. Wie weit habe ich meine Render Distance? Ne, ist auf maximal. Keine Ahnung. Sehr schade für die 1.8. Für den Snapshots gibt es logischerweise noch keinen Optifine, dass ich die das vergrößern kann. Aber ihr seht schon, das ist ziemlich fertig. Hier kommt circa die Mauer hin. Da habe ich mir extra noch ein bisschen Platz gelassen, weil es unnötig wäre, da Netherrack wieder abzubauen. Von daher passt das alles soweit. Und jetzt hüpfe ich noch einmal auf meine Base und zeige es euch von da, weil ich finde, das sieht auch geil aus. Und danach gehen wir in meine Testwelt und werden uns mal einige Mauerstücke angucken. Von hier oben hat man einfach den besten Überblick. Außerdem rendert das irgendwie... Ach nee, rendert auch nur bis da. Schade. Das sieht man da hinten noch, weil ich da eben war. Und an dieser Stelle würde ich mich dann auch gerne bei Sensei und meinen Fame bedanken, die mir mit Netherrack ausgeholfen haben. Das hat echt geholfen, gerade mit Senseis... Er hat mir anderthalb Doppelkisten gegeben. Da konnte ich den ganzen Bereich da hinten fertig machen und habe jetzt sogar noch ein bisschen was über. Genau, so sieht das von hier oben aus. Ich habe die Bäume da noch gelassen, weil sonst sieht es ein wenig sehr trist aus. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, was ich da an Bäumen, Gewächsen oder sowas hinmache. Vielleicht wären Pilze keine schlechte Idee. Das weiß ich aber noch nicht. Da werde ich mal ein wenig testen. Und da sind wir auch schon bei meiner Testwelt. Nicht wundern, das ist nicht die Testwelt, die ihr kennt, weil in der anderen habe ich ja eine normale Welt generiert und hier brauchte ich einfach viel Platz zum Bauen. Ich kann euch ja mal von da hinten durchführen. Außerdem wurde unter meinem letzten Video gefragt, ob ich nicht meine andere Testwelt zum Download freigeben könnte. Das mache ich natürlich und den Link findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Ja, hier habe ich angefangen, die Portale zu bauen und wollte zuerst so ein massives Portal bauen. Das sah aber echt furchtbar aus. Dann habe ich mir hier so eine Palette zurechtgelegt, die ich im Nether benutzen kann. Also in meinem Nether unter meiner Base. Und da passt zum Beispiel der Clay hier ziemlich gut mit den Sachen. Das werde ich auch noch gebrauchen für die Gebäude oder sowas. Und ja, hier habe ich dann entschieden, dass so ein massives Portal überhaupt nichts für mich ist. Das sieht einfach klobig und klotzig aus. Deswegen
bin ich nachher zu den anderen übergegangen, da kommen wir aber gleich zu. Außerdem hatte ich überlegt, Statuen zu bauen und da die brauchen so Schwerter. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich es damals angesprochen hatte, als Vorlage hatte ich das Portal in WoW in den Wasted Lands. Die haben halt auch zwei Figuren davor und das wäre auch ziemlich geil gewesen, aber für die Schwerter bräuchte ich drei weit, also dass die wirklich spitz aussehen, ansonsten laufen die unten so komisch zu, ansonsten ja, sind die so flach oder so einseitig spitz, das sieht irgendwie nicht gut aus. Und dann habe ich das hier probiert, das ging auch ganz gut, aber passte halt von der Skalierung überhaupt nicht rein, dann wäre das Portal gigantisch geworden. Gut, letztendlich komme ich noch mit einem gigantischen Portal, aber das seht ihr da hinten auch schon im Hintergrund. Dann habe ich hier ein bisschen rumprobiert, weil ich einen schicken Screenshot gefunden habe von einer Burg, aber also die ist so in der Art aufgebaut gewesen, komplett in dem Stil mit diesen abstehenden Slabs und sowas. Nur das geht halt nicht mit dieser Art von Stein. Also diese Burg ist mit Kobbel gebaut worden und Stein. Aber wenn ihr hier zum Beispiel das hier seht, dann verschwindet das. Das heißt, die Mauer hat mit mal keine Tiefe mehr. Das, was man halt erreichen will, wenn man das so in zwei verschiedenen Ebenen baut, wie ich das hier baue, oder auch da hinten. Man möchte halt, dass das interessant aussieht. Und wenn das mit diesem Stein ist und man nur ein bisschen weggeht, dann ist das mit mal eine Wand. Und man hat kaum noch Schatten und Tiefe. Deswegen habe ich diese ganzen Ideen verworfen, die ich hier hatte. Es ist aber zum Beispiel eine gute Lampe rausgekommen, die ich wahrscheinlich noch verwenden werde. So oder so ähnlich. Was kann ich noch zeigen? Ja, das sind eigentlich alles hier nur Sachen, die ich rumprobiert habe. Habe ich mal geguckt, wie Lava in der Zäune aussieht. Und auch mit anderen Materialien gebaut, die man verwenden könnte. Aber das sah irgendwie alles nicht gut aus. Das hier fand ich noch gar nicht schlecht mit den Obsidian. Aber letztendlich bin ich dann doch mit der besseren Idee um die Ecke gekommen. Und als Vorlage war galt der Turm von Sauron. Der, ich finde, das erinnert auch ziemlich daran mit diesen Spitzen, die hier nach oben gehen. Und wobei auch da hatte ich eine Idee. Huch, es klingelt. So, ich bin wieder da. Das war super lustig. Ja, hallo. Also, wir wohnen halt ganz oben und unten wurde geklingelt. Und dann habe ich diesen Hörer abgenommen, um mit denen unten zu sprechen. Und dann, ja, hallo, ich hätte gerade eine Meinungsumfrage. Und dann habe ich ja gefragt, ja, zu welcher Meinung denn? Ja, was sie von Freundschaft oder so halten. Und da war ich schon erstmal perplex, hä, wieso wollen die was über Freundschaft wissen? Und dann hat sie noch gesagt, so, ja, was die Bibel denn zur Freundschaft sagt und was sie da für Tipps geben können. Und dann habe ich gleich gesagt, nee, danke, muss nicht sein. Ich habe jetzt keinen Bock auf ein Bibelgespräch so früh morgens. Also bei mir ist das jetzt 9 Uhr morgens. Ich bin gerade aufgestanden, habe meinen ersten Kaffee getrunken. Da kann ich noch nicht so diskutieren. Gut, Saurons Turm, komplett unchristlich und unbiblisch, natürlich nur halb fertig gebaut. Ich brauche ja auch nur die eine Seite. Und da rechts seht ihr die kleine Ausgabe davon und die sollte euch ja schon bekannt vorkommen. Denn so habe ich mein Nether-Portal gebaut, noch mit ein, zwei Änderungen, aber im Groben habe ich das so fertig gebaut. Und ich wundere mich gerade, warum hier hatte ich das auch mit dem Clay ausgetestet. Ach nee, da hatte ich das mit dem Clay ausgetestet. Wie das Portal wirkt, wenn man da andere Farben hinterpackt und da bin ich einfach, mit dem blauen Clay übereingekommen. So, lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise Sinn nicht, aber jetzt sind wir bei der Mauer und ich wollte keine einfache Mauer machen, die komplett gerade ist. Das ist das, was ich eben ja auch schon angesprochen hatte mit den unterschiedlichen Ebenen. Deswegen baue ich jedes Mal so einen kleinen Turm ein, also wirklich in diesem Abstand von 1,6 Blöcken. Und da weiß ich noch nicht genau, welchen Turm ich nehme. Denn einerseits finde ich diesen hier sehr cool, da er schön massiv wirkt und mit Holz gebaut ist. Also da hat man zum Beispiel unterschiedliche Farben drin,
was die Mauer nicht so langweilig und eintönig erscheinen lässt. Andererseits finde ich diesen, also der hier nicht, der sieht irgendwie ein bisschen zu gedrungen aus. Deswegen werde ich den auch noch einen weiterbauen, weil als ich den hier, oh, komplizierter Satzbau, als ich den hier ein wenig weitergebaut habe, ein wenig länger, sieht der so aus und ich finde viel besser. Deswegen werde ich das nochmal nachbauen. Das würde halt auch gut passen mit dem Holz, weil ich hätte gerne als Eingang, als großes Tor, diese beiden hier, die finde ich passen irgendwie als Pfeiler für ein Tor. Deswegen muss ich mir das Ganze noch überlegen. Und was wollte ich noch zeigen? Genau, dann habe ich mir eine Kleinigkeit einfallen lassen. Achso, damit das nicht anbrennen muss, dahinter Wasser sein. Und zwar werde ich über das Ganze so eine Pistons setzen, also in jeden Turm. Und als Verteidigung kann dann da Lava rausfließen. Und ich denke, das sieht ziemlich geil aus, wenn ich per Knopfdruck über die ganze Länge der Mauer Lava rausfließen lassen könnte. Genau, das seht ihr aber gleich, wenn ich mich entschieden habe, welchen der Türme ich nehme. Eine Kleinigkeit zwischendurch und recht spontan. Ich habe hier den Zugang zu meinem Industrial Furnace abgerissen. Also da gingen ganz viele Hopper hier nach unten, denn ich habe es einfach nicht benutzt und es sah furchtbar hässlich aus und war keine schöne Redstone-Konstruktion. Von daher kommt das jetzt hier weg. Oder ja, ist schon weggekommen, aber ich lasse diese Sortieranlage hier bestehen und da kann ich nämlich das Hühnchen einsortieren. Das will ich jetzt mal machen. Ich hoffe, das klappt so on the fly, ohne dass ich es großartig getestet habe. Das kann natürlich hier nicht weg, das hatte ich vergessen. Muss ich gleich fixen. Und dazu muss hier vorne die richtige Farbe rein. Und ich muss auf die andere Seite kommen, da, um das Ganze wieder anzustoßen. Ich werde das auch erstmal in die andere Richtung. Ja, das geht gerade nicht. Nein, noch nicht. Stopp. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, das ist natürlich schon weg. Da brauche ich irgendwas mit Redstone. Da. Okay. Jetzt geht es in die andere Richtung. Und jetzt schicke ich das einmal zurück, damit wir das komplett in Aktion sehen können. Das geht zurück, sehr schön. Jetzt kann die Redstone-Fackel da wieder hin. Und ich simuliere das einmal. Stopp, sehr schön. Sehr schön. So, da vorne war jetzt nichts drin. So, ich habe hier vorne es auch geändert, dass an dieser Stelle die Federn noch nicht aussortiert werden. Da sollen sie aussortiert werden. Gut, dass ich nochmal nachgucke. Das habe ich noch nicht gemacht. Dann brauche ich erstmal ein paar. So. Das alles raus. Zack. Das sortiert sich von alleine ein, so dass es passt. Hier ist noch alles richtig. Da ist einmal Light Gray Dye drin. Und dann kann ich das hier starten. Sehr schön. Okay. Wie gesagt, ich will es jetzt gerade einmal testen. Ihr seht, es waren zu viele Items für zu wenig Hopper. Da muss ich mir dann noch was einfallen lassen. Weil, liegt das wirklich hier unten? Ja. Manchmal ist es ja so ein Bug. Und hier passiert gerade gar nichts. Das ist auch interessant. Wo hängen die Items denn fest? David? Was gemacht?
Hier wird was gemacht, da auch. Der macht nichts. Doch jetzt. Das war ja komisch. Warum der da nicht das schon vorher abgegeben hat. Jetzt müssten als erstes die Federn. Gut, einmal Kohle war noch drin, klar. Die müssten aussortiert werden. Das funktioniert wunderbar. Dann. Sehr, sehr mysteriös, warum der Hopper das nicht schon vorher rübergepackt hat. Naja, aber es funktioniert. Jetzt muss ich nur noch in meiner Hühnerfarm. Achso, dann kann ich hier die Federn gleich nochmal reintun. So. Die Farbe ändern. Denn da sind auch schon. Da musste ich gar nicht hoch. Da sind auch schon wieder einige neue Sachen zusammengekommen. Jetzt habe ich die ganzen Federn eingesammelt. Wo können die rein? Da. Das ist auch interessant, dass dieser Hopper hier hinten gar nichts abbekommen hat. Und die beiden hier auch nicht. So, aber wie gesagt, jetzt funktioniert das. Baue ich mal schnell so ab. Ich bin auch schon die ganze Zeit dabei, Wolle zu farmen. Für den Ballon, der da drüber soll. Aber das braucht natürlich einiges an Wolle. Oh, okay, bis gleich. Ja, das passiert, wenn man unaufmerksam irgendwo rumläuft. Naja, aber es passt auch wie die Faust aufs Auge. Gerade heute Morgen habe ich gedacht, oh, bist ja ewig nicht mehr gestorben hier in Minecraft auf dem Server. Ja, perfekt. So, hier Light, Blue, Dye. Dann kommt da das Graue rein. Und da oben auch. Damit ist das Ganze geändert. Ihr lebt noch schön ein bisschen und sterbt dann für mich. Und soweit. Alles in Ordnung hier. Genau. Zack, ich musste das ein bisschen umbauen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Weil die Redstone-Fackel den Pisten hier nicht vernünftig getriggert hat. Deswegen habe ich die Redstone-Line hier oben ein wenig umgebaut, so dass er das vernünftig macht. Und jetzt funktioniert wieder alles. Ja. Gut, dann werde ich jetzt meine ganzen Materialien zusammenkratzen. Ich habe nämlich ein wenig geschmolzen. Was? So wenig nur? Ach nee, ist noch voll dabei. Okay. Und im Nether habe ich auch noch ein bisschen was davon. Werfe ich meinen Müll hier mal in die Kiste. Nee, das brauche ich noch. Das ist wichtig für die Hexenfarm. Oh ja, ich habe schön viele Hopper dazu bekommen. Naja, aber wie gesagt, ich hole mir jetzt mein restliches Netherrack und dann sehen wir uns bei der Mauer. Ich weiß nicht, ob ich es schon gezeigt habe, aber am Spawn sind von Sensei und Mindfame zwei Läden. Und ich habe schon mal so rumgeguckt. Hier kostet ein Stack Netherbricks 8 Eisen. Und geh auf, du Scheißtür. So. Und bei Sensei, der hat das deutlich bessere Angebot, sind es 4 Eisen. Und da werde ich mich gleich bedienen. Wenn, dann nehme ich 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Und zack, da ist ein Eisen. Jetzt habe ich auch genug, um die Mauer zu bauen, zumindest anzufangen. Also weit werde ich damit nicht kommen, aber zum Glück bin ich nicht knapp mit Eisen. So, kleine Planänderung. Ich war hier gerade am Levelfarmen, habe aber leider nicht genug bekommen, da meine Spitzhacke mittlerweile 37 Level braucht, um damit ich sie reparieren kann. Ich habe gerade eben Senseis Video gesehen. Senseis letztes, wo er einen Wither in meine Base gesetzt hat. Und natürlich war das nicht ernst gemeint. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, ihm das ein wenig heimzuzahlen. Deswegen
hole ich mir jetzt ein paar Sachen und wir sehen uns gleich bei seiner Base. So, ich habe nämlich auch gesehen in der Folge, dass er seinen hübschen Kopf in dieser Wand verewigt hat. Und ich habe mir jetzt ein wenig was mitgebracht und werde den Süßen mal ein wenig verschönern. Genau, und zwischendurch kann ich euch mal erzählen, was bei mir so vorgefallen ist. Denn ich hatte ja im letzten Video gefragt, ob ihr nicht für mich etwas tun könntet. Und zwar meinen Beitrag bei Spark zu liken. Ich glaube, das haben auch einige von euch gemacht. Letztendlich ist es nämlich so weit gekommen, dass Spark und ich über Facebook geschrieben haben. Es ist nur leider nicht so viel dabei rausgekommen, wie ich gehofft habe. Also, nee, das muss unterschiedliche Farbe hier sein. Was nehme ich? Rot. Eisen. Also Spark hat mir halt geantwortet und wir haben auch recht lange geschrieben über ich glaube eine Woche regelmäßig, wobei ich den Hauptteil geschrieben habe und Spark dann immer nur ja oder nein oder einen kurzen Satz dazu geschrieben hat, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Immerhin ist er der große YouTuber und ich der kleine, der von ihm was wollte. Deswegen habe ich immer die langen Texte geschrieben und er, ja, wie gesagt, hat darauf geantwortet. Und wie gesagt, leider ist nicht so viel dabei rausgekommen, denn es hieß von ihm, dass für neue Projekte keine neuen Leute dazukommen. Also nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte Vorschläge gemacht für ein neues Varo, ein Varo 2.0 sozusagen, und da hatte ich halt ein wenig Werbung für gemacht und habe dann die großen YouTuber angeschrieben, ob sie nicht Interesse hätten dazu, und ich würde halt auch die Map designen und wäre dann auch sehr gerne als Moderator dabei. Ja, und da, er hat gar kein Ohr, fällt mir gerade auf. Sensei, du hast kein Ohr. Ich kann die Brille nirgends befestigen. Das ist ärgerlich. Aber nicht zu ändern. Genau, da habe ich halt angefragt, ob ich da nicht mithelfen kann und sowas. Und wie gesagt, letztendlich ist dabei rausgekommen, dass sie keine neuen dazunehmen. Was ich ein wenig komisch finde, da zu Varo, ich glaube, 40 Leute, also 20 haben bei dem Hexit-Projekt mitgemacht und 40 sind dann nachher bei Varo dabei gewesen. Muss ich was essen? Und das waren halt dann nur größere YouTuber, die dann natürlich auch Abonnenten bringen. Das finde ich ein wenig schade, dass also ich glaube, dass da darauf wirklich extrem geachtet wird, dass wenn jemand Neues dazukommt, dass er zumindest ein paar Abos mitbringt. Oder man braucht halt einfach Beziehungen, die ich nicht habe. Deswegen habe ich mich jetzt auch bei Mediakraft Talents beworben. Da habe ich leider auch noch keine Antwort bekommen. Einfach um noch ein bisschen mehr Kontakt, ich muss ja mal vergleichen, ja. Ein bisschen mehr Kontakt zu anderen YouTubern zu bekommen. Dass man mit denen auch noch was zusammen machen kann und möglicherweise auch noch jemanden auf dem Server bekommt. Ja, das passt schon so. Und natürlich ist es auch für mich Vorteil, von Vorteil, wenn ich dann durch die ein wenig Cross-Promotion bekomme und dadurch dann noch mehr Abonnenten bekomme. So, jetzt ist der einfache Teil vorbei. Jetzt bekommt Sensei noch einen hübschen Hut. Das mache ich aber offscreen, weil da muss ich mich ein wenig konzentrieren für. So, ich bin mit meinem Ergebnis ziemlich zufrieden. Ich stack mich einmal hier hoch, dann kann ich euch das in der vollen Pracht zeigen. Ich habe mir gedacht, so passend zur WM mache ich da die Deutschlandfahne hin an die Brille.
Nee, eigentlich war es nur Zufall, weil ich mich da hochbauen musste. Und dann habe ich es gleich so gelassen, beziehungsweise vervollständigt. Ich weiß, es ist eigentlich schwarz. Ich habe aber nur grün dabei. Deswegen ist es nur circa die Deutschlandfahne. Und eine Sache möchte ich noch machen, bevor wir die Folge beenden. Und zwar will ich einfach mal gucken, was in Senseis Kopf ist. Also, was er da so drin hat. Deswegen, wir gucken einfach mal von hier rein. Ja, habe ich mir schon gedacht. Gähnende Leere. Gut, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Die Mauer werden wir dann beim nächsten Mal anfangen. Jetzt habe ich da einen Block vergessen. Und über eine positive Bewertung würde ich mich freuen, gerade über diese, wegen dieser wunderschönen Verschönerung von Senseis Bauwerk hier. Also ich finde, das macht das alles viel attraktiver. So wirkt das viel interessanter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.